Grüß dich. Du fragst dich vielleicht, wie viel musst du für ein gutes Dartboard ausgeben und worauf ist dabei eigentlich zu achten? Ja dann, herzlich willkommen, du bist hier genau richtig. Mein Name ist Oliver, willkommen auf meinem Kanal. Genau dieser Frage möchte ich mich in diesem Video widmen und hoffe, ich kann dir die passende Antwort und vielleicht auch Empfehlung geben. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, beim Dartboard-Kauf, wie bei nahezu allen Produkten, wirst du in der Regel eine gewisse Preisvorstellung oder auch Preisgrenze haben. Darum schauen wir uns hier jetzt mal verschiedene Boards unterschiedlicher Preisklassen an. Den Anfang macht im unteren Segment das Designer DB057 für 35 Euro, das Nodor Supermatch 3x40 Euro, das McKix Lightning Pro für 50 Euro, das 180 Gladiator 3 Plus für 52 Euro und das Winmo Blade 6 für 55 Euro. Hier würde ich tatsächlich auch erstmal einen Cut in der Preisgrenze machen, denn mehr musst du für ein gutes und haltbares Dartboard tatsächlich nicht ausgeben. Natürlich kannst du mehr Geld ausgeben, wie zum Beispiel das Shot Bandit Duro für 75 Euro oder auch das aktuelle Topmodell am Markt, das Winmo Blade 6 Triple Core Carbon für, wie du siehst, satte 90 Euro. Und bevor ich dir die Boards gleich ein bisschen genauer zeige, möchte ich einmal drei Dinge klarstellen. Zum einen, dieses Video wendet sich ganz bewusst an Einsteiger, Wiedereinsteiger mit gewissen Erfahrungen und Hobby-Darter, also solche, die durchaus regelmäßig darten, mit dem Training beginnen und vielleicht auch sich an die ersten Ligaspiele wagen. Punkt 2. Ich schließe hier kategorisch Dartboards mit Drahtspinne und solchen verbindenden Krampen aus. Meiner Meinung nach, die Boards sind zum einen nicht wesentlich preiswerter, zweitens Oldschool, genauso wie Brass- oder Kupferdarts zu spielen. Wenn du Spaß haben willst am Spiel und ein langlebiges Board suchst, dann tu dir bitte keine Draht-Dartboards an. Und Punkt Nummer 3, ich gehe hier rein auf die Dartboard-Auswahl ein, nicht etwa auch noch Zubehör wie zum Beispiel Beleuchtung oder Surround. Dann zeige ich dir zum Einstieg mal das Dartboard, auf dem ich meine erste 180 geworfen habe. Das hier ist ein Winmo Blade 5 Single Core. 2 Jahre alt, ordentlich bespielt, definitiv nicht geschont. Aber dieses Board ist mein Brot- und Butter-Dartboard. Das spiele ich bis heute noch gerne als Garten-Dartboard. Also ich spiele es wirklich im Garten, im Sommer, wenn ich da Lust und Laune habe. Dann ist das jetzt das Board, das ich damit rausnehme. Ja, wenn du es dir anguckst, dann siehst du, dass es natürlich bespielt ist. Guck dir allein mal die Klemmung hier von dem Ring unten an. Zerschossen, aber es hält noch. Den Zahlenring habe ich getauscht. Nicht, weil er kaputt war, sondern weil mir dieser Unicorn-Zahlenring besser gefallen hat. Ja, du siehst keine Logos, die habe ich mit Edding übermalt, ja, weil ich es schöner fand. Die Spinne ist, wenn man näher rangeht, zerknabbert, zerfressen, da sind einige Darts drauf gelandet, aber sie ist immer noch gerade, da gibt es überhaupt nichts. Also das Board ist immer noch bespielbar. Und wenn du jetzt guckst, Winmore weiß einfach, wie man Dartboards baut. Das meine ich dann auch mit Haltbarkeit. So ein Dartboard sollte locker 1 Jahr aushalten, hier inzwischen 2 Jahre. Bei einem Anschaffungspreis von 50 Euro habe ich hier pro Monat im Schnitt 2 Euro, was sind das, knapp 2 Euro und 10 Cent bezahlt, um mir trotzdem tagtäglich alle möglichen Darts noch draufschmeißen zu können. Und dann zeige ich doch zum Vergleich bei den Bladed Dartboards hier direkt mal die Nachfolgegeneration, das Winmo Blade 6 Single Core. Seit gut 1-2 Monaten auf dem Markt, taufrisch. Frisch aus der Verpackung, kostet gerade mal 5 Euro mehr, 55 Euro. Hier siehst du es auch nochmal am Logo. So, nach welchen Kriterien kannst du auch als Laie beurteilen, ob jetzt so ein Dartboard gut verarbeitet ist und potenziell taugt? Ich habe da für mich einige wenige Kriterien, auf die ich schaue, zum Beispiel die Farben, den Zahlenring, die Verarbeitung von Spinne und Bullseye und natürlich auch das Sisal. Und am Ende, da gehe ich auch nochmal gesondert drauf ein, die Aufhängung und Fixierung des Dartboards. Fange ich mal bei Punkt 1 an, die Farben.
Natürlich sollten die gleichmäßig und sauber voneinander getrennt sein. Gerade auch die dunklen Bereiche, insbesondere auch im Randbereich, kannst du mal schauen, dass der frei ist von Kleberückständen, irgendwelchen Schattierungen, Dellen, Unregelmäßigkeiten. So sollte eigentlich ein schön durchgefärbter Randbereich aussehen. Auch hier bei den Logos, auch der feineren Schrift, siehst du, da läuft nichts ineinander über, da bleicht nichts aus, das ist alles sauber voneinander getrennt. Thema 2, der Zahlenring. Der wird geklemmt, der sollte daher auch fest sein und rund, nicht oval. Hier siehst du dann übrigens auch, wie eine schöne, niegelnagelneue Klemmung aussieht. Und bei den Zahlen, gerade wo ich hier die 16 oder auch die 19 im Blick habe, nicht wundern, da hat kein Trottel die 1 falsch rum angelötet. Das nennt sich einfach die traditionelle Darstellungsform. Die Zahlen sollten natürlich gut ablesbar sein. Da sind wir hier auch bei einem Punkt, der das Windmill Blade 6 jetzt verändert oder verbessert hat gegenüber der vorigen Generation. Der Zahlenring ist nach wie vor der gleiche und gleich groß, aber die Logos, man sagt auch Markings, sind schmaler geworden, sodass die Logos nicht in die Zahlen oder umgekehrt die Zahlen nicht in die Logos reinragen. Die Spinne, jetzt wird es wichtiger, das ist der Spielbereich. Die sollte natürlich, hier siehst du es auch, schön gleichmäßig und relativ flach in das Dartboard eingepresst sein. Beim Blade 6 steht die wirklich maximal einen halben Millimeter hervor, ist also wunderbar in das Sisalbett eingepresst. Hier hast du eine sogenannte auslaufende Spinne in den Randbereich. Da sollten keine groben Buchten, Dellen, Krampen drin sein, sondern auch hier, das ist gut. Und der Draht sollte grundlegend gerade sein. Wenn du mal so schräg diesen Draht verfolgst, dann wirst du schon mit bloßem Auge eine Welle oder Delle erkennen können. Und ganz ehrlich, bei einem guten Dartboard sollte das nicht sein, vor allen Dingen unbespielt. Wichtig und darum auch hier mal ganz besonders darauf achten, ist das Bullseye. Zum einen, dass der Draht hier möglichst dünn ausfällt. Je dünner der Draht ist, umso größer ist die Trefferfläche und damit dein Potenzial, das Ding auch zu treffen. Zum zweiten, dass das natürlich mittig sitzt. Eine Toleranz von plus minus 0,5 mm ist noch okay. Alles darüber hinaus wird mit bloßem Auge sichtbar. Und dann spricht man von einem Bull out of center. Und dann einmal zur Verarbeitung vom Sisal ganz allgemein. So wie die Spinne gleichmäßig eingelassen sein sollte, sollte natürlich auch die ganze Sisal-Oberfläche einheitlich glatt und eben sein. Ganz besonders kannst du auf die engen Felder, also Double und Triple, mal schauen. Hier sollten keine tieferen Dellen, Gruben, Buchten und so weiter zu finden sein. Sisal ist ein Naturmaterial, das kann man schon sagen. Natürlich wird es hier Unregelmäßigkeiten geben, erst recht, wenn du danach suchst. Aber wie gesagt, nicht zu häufig, das spricht dann für eine gute Verarbeitungsqualität, und eben auch nicht zu tief oder so, dass du denkst, mein Gott, da kann ja gar kein Dart stecken, da ist gar kein Sisal mehr drin. Ich muss hier jetzt wirklich selber schon suchen, wo ich vielleicht mal eine Stelle finde, wo man sagen könnte, guck mal hier, zum Beispiel in der 777. Das ist die Naht, die Verbindungsstelle der Sisalbündel. Hier hast du so minimal eine kleine Vernarbung. Das ist aber wirklich absolut nicht tragisch. Also das ist alles im vollkommen normalen Rahmen. Ebenso, wo ich es gerade anspreche, dass du hier in den hellen Feldern einerseits hast du einen schönen, gleichmäßigen, cremefarbenen Ton. Das ist der natürliche Ton des hier verarbeiteten kenyatischen Sisal. Das ist sehr hochwertig, darum eben so schön gleichmäßig. Der ist nicht bedruckt. Und dass du dann die Verbindungsstellen siehst, das ist auch was ganz Normales, also nichts Schlechtes. Das ist eine ganz normale, natürliche Maserung der miteinander verpressten Biscuits, heißen die in der Fachsprache. Also die dicken Sisalbündel, zu denen eben mehrere in so einem Dartboard verpresst werden. Und jetzt wechsle ich auf das nächste Board. Und zwar das Nodor Supermatch 3. Kostet 40 Euro und ist im Prinzip die günstige Alternative zu einem Winmow Blade 5. Denn Nodor und Winmow sind die gleiche Firma, also auch exakt gleicher Produktionsstandort und damit zu erwartende Qualität. Nodor ist einfach hierzulande nicht so bekannt und vermarktet, das ist der einzige Unterschied. Ansonsten, sage ich mal, ist ja schon in der Draufsicht die Verwandtschaft sehr schnell hergestellt. Gleiche Farben, gleicher natürlicher Ton des Sisal, gleiche Gestaltung der Spinne, auch die Klemmung, da steht jetzt natürlich nicht Winmow drauf, sondern hier steht dann Nodor drauf.
Und das gleiche gilt für die Rückseite und daran erkennst du dann die Verwandtschaft. Hier gibt es ja oft so Qualitätsstempel, gucke mal hier. Roter Stempel mit verwischter 12 und schwarzer Stempel. Jetzt gehe ich auf die Rückseite vom Blade 6. Roter Stempel mit verwischter 12 und schwarzer Stempel. Schau mal hier unten. Das Befestigungssystem heißt bei Winmore Roter Lock, bei Nodor heißt es Super Lock. Nodor Super Lock. Aber es ist genau das gleiche System, denn Winmore und Nodor sind eins. Ich kann das Winmore Befestigungssystem, natürlich ist es exakt das gleiche Gewinde, ebenso reindrehen. So, nochmal zurück und der schnellen Beurteilung der Qualität des Dartboards. Auch hier siehst du ein schöner, gleichmäßiger Randbereich, schöne, satte Farben, rot-grün, sauber voneinander getrennt. Den einzigen Makel, den ich hier hatte, bei mir ist quasi in dem hellen Segment der 19, siehst du schon, ist irgendwie so eine leicht dunkle Spur. Nichts Dramatisches. Du siehst ebenso die natürliche Maserung der Sisal, so wie das jede Blade 5 und jetzt Blade 6 Board immer noch hat. Das Bullseye ist wunderbar, schön gemacht. Vom Durchmesser entspricht es exakt den Abmessungen eines Blade 5. Vorteil oder was ist jetzt anders gegenüber dem Blade 6, was ich eben gezeigt habe? Das Blade 6 hat die 25% dünnere Spinne, also was Bullseye-Draht betrifft. Das ist genau der gleiche 60-Draht-Winkel mit auslaufender Spinne. Da ist nichts anders, aber die Blade 6-Generation hat die schmaleren Logos, wie du siehst. Hier ragt so ein bisschen die kleine Schrift schon in den Zahlenbereich und du hast hier am Rand auch nochmal so ein größeres Logo bei der 6 und bei der 11, wo jetzt die Ablesbarkeit nicht so hundertprozentig vielleicht gegeben ist, aber das ist einfach noch ganz normaler Blade 5 Standard, nur sage ich mal für einen 10er günstiger. Und das nächste Dartboard in dem Reigen ist das 180 Gladiator 3 Plus. Dieses Board kostet aktuell im Schnitt so 52 Euro. Und wie du wahrscheinlich jetzt schon bemerkt hast, das ist jetzt nicht taufrisch aus der Verpackung, das ist ungefähr gut 3 Monate bespielt. Aber auch hier gelten, sage ich mal, noch die gleichen Regeln. Wenn du das Board auspackst, ich finde, es hat schöne, satte, gleichmäßige Farben, sauber voneinander getrennt. Es hat ebenso den Standardzahlenring mit Standardklemmung wie alle Boards. Die Spinne ist ebenso, wie man es bei den Winmore oder Nodor Boards jetzt gesehen hat, eine auslaufende Spinne. Ist sauber und ordentlich in das Bett eingepresst. Auch, und das kann ich jetzt schon sagen, auch zu diesem Board, die Oberfläche, das Sisal, die Verarbeitung, ist super. Alles schön eben und gleichmäßig. Warum zeigt der Olli jetzt gerade ein bespieltes Dartboard? Zum einen, ich habe das nicht als nagelneu verfügbar. Zum anderen, weil ich aus der Praxis heraus hier auch mal etwas zeigen kann, was dann ebenso ein wichtiges Kriterium ist, wenn wir über gute und haltbare Dartboards reden. Die 180 Boards neigen leider dazu, dass zum einen der Singledraht Wellen schlagen kann, also schief wird. So, und hier habe ich zum Beispiel einfach mal den Draht der Single 11. Wenn ich den jetzt hier mit der Kamera so lang fahre, dann siehst du mit bloßem Auge, wie der schon Wellen hat. Und Thema 2. Das siehst du hier schon ansatzweise am Triple 20er Segment. Der Bogen geht raus, sprich das Triple 20er Segment zieht sich gerade, wird zu einem regelrechten Kasten. Das ist hier im Moment jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber auch nur deswegen, weil ich das Board regelmäßig gedreht habe. Also schon längst nicht mehr das als Triple 20er Segment bespiele. Da wir aber über gute und haltbare Dartboards reden, ist es auch so ein Thema, je ambitionierter du bist, finde ich, geht es einfach nicht in Ordnung. Darts ist ein Präzisionssport, da geht es, sage ich mal, um Zehntel Millimeter die Segmente zu treffen. Und da steht ihm so ein bisschen entgegen, wenn ein Draht, sage ich mal, um 1 Millimeter anfängt zu wandern. Dann triffst du am Ende ja gar nicht das Feld, wo du das Feld auch treffen solltest. Aber der Olli wäre nicht der Olli, wenn ich nicht noch ein Ass im Ärmel hätte. Ich kann dir zu dem 180 Gladiator auch einen, wie du siehst, noch komplett neu verpackten Verwandten zeigen. Das hier ist das Designer DB057 für 35 Euro. Und hier finde ich vor allen Dingen auch wieder die Rückseite interessant und insbesondere diesen Zettel, den Beipackzettel nenne ich so gerne. Den gleichen Zettel hatte ich in der Verpackung zum 180 Gladiator 3 Plus. Was ja generell gar nichts Schlechtes ist, ist ja auch grundlegend, sage ich mal, kein absolut mieses Board.
So, und dann nehmen wir jetzt einfach auch mal die Verpackung ab, dass wir das Ganze auch mal direkt sehen können. Ohne Umverpackung, unbespielt. Auf den ersten Eindruck könnte man sagen, mein Gott, für 35 Euro Bladed Dartboard sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Das stimmt. Es ist trotzdem nicht identisch mit dem 180 Gladiator 3 Plus, komplett frei von irgendwelchen Logos im Randbereich. Wenn du das Dartboard jetzt drehst, sieht es für dich quasi immer gleich aus. Ein kleiner Pluspunkt. Aber man sieht ein bisschen Klebereste da im Randbereich. Du siehst hier den Abstand zum oberen Rand. Unten passt es dann mal rein zufällig. Und dann wird es hier unten bei der 19, das ist auch schon wieder so ein halber Finger. Das Grün ist nicht ganz so gleichmäßig, so ein kleines bisschen verwaschen. Auch hier am 1er-Segment, siehst du da oben, da haben wir schon so einen grünen Farbklecks im hellen Bereich. Hier kommt so ein bisschen grüne Farbe schon in den hellen Randbereich rein. Leider kein ganz mittig sitzendes Bullseye. Die Spinne selbst, grundlegend durchaus ordentlich flach in das Bett eingelassen. Aber auch hier zeigen sich wieder die kleinen Mängel oder Abstriche. Zum Beispiel auch am Ringschluss dieser Segmente. Hier hast du so einen kleinen Versatz in dem Triple-Segment. Das ist dann die 3. Und der innere Ringschluss, guck hier, die 19, das ist schon so ein bisschen gröber. Ne? Auch der Bogen des Drahtes ist zum Beispiel hier, Triple-17er-Segment, ja fast gerade. Und in so leicht schrägem Kameralicht siehst du auch, dass das gar kein mattes, sattes Schwarz, sondern eher ein Anthrazitton ist. Und hier ist auch eine sichtbare Struktur komplett in eine Richtung. So wie wenn man eben mit einem Hobel einmal komplett über die Oberfläche geht, um die dann natürlich eben und gleichmäßig zu kriegen. Und dennoch siehst du hier jetzt mal einige Fehlstellen im Sisal. Wie zum Beispiel genau hier an dem etwas offenen Ringschluss der 19. Hier am Singledraht des 16er Segment ist einfach hier schon mal eine Delle drin. Hier im Eck vom Triple 12er Segment, Dreieck drin. Hier wieder am Singledraht Richtung Bullseye. Du merkst, wir haben hier schon mal deutlich mehr offensichtliche Fehlstellen. Und wenn du denkst, ja, der Preis macht eben den Unterschied, wer günstig kauft, darf da nicht viel erwarten, dann gehe ich hier nochmal in der Preisklasse nach oben. Hier ist das McKicks Lightning Pro, Kaufpreis 50 Euro. Und ganz ehrlich, mir fehlen die Worte. Das Dartboard sieht nach dem Auspacken nicht neu, das sieht schäbig aus. Jetzt könnte man vielleicht behaupten, ja, Sisal ist ein Naturmaterial und das ist der klassische Kneipenlook. Weil maximal in einer dunklen Kneipe wirst du dich trauen, das Ding aufzuhängen. Ja, über die Farben in den hellen Segmenten brauchen wir nicht viele Worte verlieren. Das sind tatsächlich erste Anzeichen von, das Board hat Feuchtigkeit gezogen, wurde also entweder schlecht produziert oder transportiert oder auch gelagert. Das Ding fängt an zu schimmeln. Der Zahlenring ist mega oval, da oben bereits, hier am Rand 13,6, daumenbreiter Abstand. Nach hier unten schon wieder fingerbreiter Abstand. Die Spinne macht einen Eindruck, als wenn du Stahlstreben in das Sisal getrieben hättest. Die guckt so weit hervor. Okay, da würde ich mal sagen, das ist so oldschool, da kannst du den Begriff Bladed bzw. Knife Wire Dartboard noch nachvollziehen, weil die einzelnen Segmente wirklich ja einen halben Zentimeter hoch hervorstehen. Das sind ja quasi Trefferkammern und keine Trefferflächen mehr. Und da wundert es mich natürlich nicht, dass dann auch das Bullseye vom Draht ja dicker kaum sein kann. Das ist so richtig oldschool. Und du siehst es auch schon mit bloßem Auge, es ist nicht centered. Und sollen wir wirklich noch über die Fehlstellen im Sisal reden? Also hier, hier, dicke Delle. Hier, geknautschter Übergang mit irgendeinem Einschluss. Man weiß selber nicht, was da drin steckt. Hier, sage ich mal, durchgehende Vernarbung, auch im Triple 13er Segment, die deutlich tiefer ist, auch deutlich fester als das umgebende Sisal. Das zieht sich natürlich durch, das sind die Bündelübergänge, schlecht verklebt oder was auch immer gemacht. Hier auch im Eck vom 13er Segment, da fehlt auch Material. Das zieht sich hier an dem Singledraht und so weiter durch. Auf beiden Seiten fehlt hier schon Material. So, und jetzt kannst du für dich selbst ja auch mal urteilen, wäre das ein Board für 50 Euro, das es dir wert ist und von dem du jetzt vertrauensvoll sagst, wow, damit werde ich aber richtig viel Spaß beim Darten haben. Natürlich geht so ein Board einfach unbespielt wieder zurück. Dafür gibt es auch das Geld zurück. Ihr habt Rückgaberecht, ist so gesehen kein Problem. Aber ärgerlich. Auch ärgerlich für den Händler und am Ende auch viel teurer. Daher auch mal mein Tipp an alle Shop-Betreiber. Wenn ihr schon wisst, dass so ein Board längere Zeit bei euch irgendwo im Lager rumliegt oder auch rumgammelt, ja bitte, dann packt das Board einmal für euren Kunden aus, macht eine Sichtprüfung, bevor ihr das rausschickt. Dann ließe sich sowas vermeiden. Macht bitte selber Fotos von diesen Boards von eurer Ware und nutzt nicht immer nur die gefotoshoppten und natürlich geschönten Produktbilder der Hersteller.
Der Kunde wird es euch danken, ihr könnt Retouren und Stress vermeiden und am Ende spart ihr euch genauso Geld. So, und ich wollte ja zu Punkt 5, Dartboard-Halterung und Fixierung, auch was sagen. So, und dann drehe ich dieses Board hier um und guck doch bitte mal diese Ecke an. Ich würde mich ernsthaft schämen, solche Produkte noch rauszusenden. Das ist die gängigste Dartboard-Halterung, ist nahezu bei allen Dartboards dabei. Die sogenannte Zweilochhalterung mit einer Mittelschraube, die kommt dann hinten auf das Backboard und dann wird, sage ich mal, nach Bilderrahmenprinzip eingehangen. Vorteil, du hast nur zwei Schrauben, die du in die Wand dübeln musst und dann kannst du dein Board daran zuverlässig aufhängen. Ebenso häufig eingesetzt ist diese Puck-Halterung. Hier hast du dann eine Baseplate, die dann vier Schrauben benötigt und dann hast du einen sogenannten Puck, den du auf die Rückseite deines Dartboards schraubst und dann fällt es dir auch sehr leicht, das Dartboard hier einzuhängen und zu drehen. Mit diesen Halterungen hast du dein Dartboard erstmal nur aufgehangen, aber nicht fixiert. Wenn jetzt also Darts auf das Board landen und du sie rausziehen möchtest, können sie immer noch wackeln. Daher brauchst du auch was zur Fixierung. Bei Winbow und Nodor hast du das Rotalock bzw. Superlock-System. Das sind hier solche Abstands- oder Distanzschrauben, mit denen du auch Unregelmäßigkeiten von Wänden sehr schön ausgleichen kannst und zugleich aber auch das Dartboard fixieren. Funktioniert super easy, super zuverlässig, No-Brainer. Billigvariante und ehrlich gesagt Mist, den du direkt weglassen kannst, sind solche simplen Plastikpinökel, die oftmals noch eingenagelt werden sollen. Ja, die fixieren bei unebenen Wänden gar nichts, das Board wackelt trotzdem. Also wäre da mein Tipp, lass die Dinger weg und hol dir vernünftige Dartboard-Keile. Die kannst du dann hinter das Board schieben und damit zuverlässig fixieren. Oder wenn du dir das Geld sparen willst, nimmst du ein schaumstoffähnliches Material. Das kann zum Beispiel eine Rohrisolierung sein, die funktioniert sehr super. Ich benutze hier für mich privat immer einen alten Dartboard-Surround, aus dem ich mir solche Keile zurechtschneide, so wie ich sie brauche. Oder super billig Variante, die auch funktioniert, solcher Haushaltsschwamm, sind glaube ich ein paar Centbeträge, schneidest in drei Teile, klemmst hinter das Board und du hast es fixiert. Und auch hier hätte ich nochmal einen Wunsch an alle Händler, die Dartboards online verkaufen. Bitte, bitte, schreibt doch auch in der Beschreibung zum Produkt rein, was genau für eine Halterung beiliegt, macht am besten auch nochmal ein Foto und ob man damit eben Unebenheiten der Wand ausgleichen kann und das Board zuverlässig fixieren. Und damit bin ich dann am Ende, sage lieben Dank fürs Zuschauen und hoffe, dass du was Nützliches für dich rausziehen konntest. Wenn es dir geholfen hat, bin ich schon mal zufrieden und freue mich, dich vielleicht in einem meiner nächsten Videos wiederzusehen. Good Darts, Game On und ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Olli. Yeah.